Vodafone, O2. Und okay, alle anderen Anbieter wie Klarmobil und E-Net und sonstige Scheiße, die mieten sich einfach bis E-Net von anderen großen Firmen, kannst du sagen. Hast du gerade Werbung in meinem Stream? Nein, ich kläre bloß auf, weil es ist ja normal, dass man das nicht weiß. So, bevor ich da angefangen zu arbeiten, wusste ich das auch nicht. Also, nein, Digga, ich kann bis dahin DSL. Ich dachte, 16k ist das höchste, aber 7, Digga. So, 16.000 ist absolutes Müllnetz. Das sowieso. So, und 16 DSL ist ja nicht mal VDSL, das ist ja bloß noch ADSL. Das ist ja noch schlechter als VDSL. Alles über 16, also ab 32 Mbit die Sekunde, ist ja dann VDSL. Ja, du wirfst gerade einfach nur für mich mit Worten um dich herum. Ich verstehe gar nichts. Ja, wirklich. So, ich gehe ins Bad. Ich viel Spaß noch. Danke, dir ja auch. Aber fass dich nicht zu viel an, ja? Okay. Anni, tschüss mit dir. Tschüss. Ciao, Kevin. Hi, Kevin. Tschüss. Soll ich mir wehtun, Kevin? So, ja, also, wenn, es gibt ja genau drei Netze, womit man jetzt Internet zu Hause empfangen kann. Das ist einmal DSL, dann gibt's Kabel und Glasfaser. Glasfaser ist das Beste, danach kommt Kabel und danach kommt DSL. DSL ist das Schlechteste. Weil es Kupferkabel ist, veraltet ist. Tja, also wenn ihr einen Kabelanbieter habt, wie Vodafone oder O2 zum Beispiel, dann nehmt auf jeden Fall Kabelnetz, weil es viel besser für zu Hause als DSL. Tja, wir haben in Luxemburg was anderes als in ich weiß ja nicht, was ihr da habt, so, keine Ahnung. Jetzt musst du Beppo fragen, Beppo? Also wir haben hier in Luxemburg Tango, Orange, The Post. Orange und Post. Aber jetzt auch, es gibt ja anscheinend noch Vodafone bei euch. Ja, aber ja, das ist nicht als Netz bei uns hinterlegt. Das ist als Investorverein. Okay. Oh, Entschuldigung. Das weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, ich kümmere mich nur um Deutschland. Die anderen Länder jucken mich nicht. Was soll das jetzt? Das ist zum Beispiel französisches Netz. Französisches Netz? Ja, Beppo wohnt in Frankreich. Ja. Kann bestimmt auch Französisch, so wie du, wa? Ja. Aber unterhalte dich bitte nicht auf Französisch, ja, danke. Also dann komme ich hier mit meiner Assi-Aussprache, Digga, wie Familie Ritter, Alter. Da gibt eine Anzeige. Da gibt eine Anzeige. Meine Jardinen sind weg, mein Warmwasserboiler ist weg. Da ist Ordnungsamtisch eine Anzeige. Stockschwuler Arschficker. Norman, meine Fische. Meine Fische. Dora, was passiert mit meinen Fischen? Welche Fische im Teich? Nein, die oben mein Aquarium. Ey, ihr sollt mein Fischaquarium runterholen. Meine Fische, die müssen wir mit. Aber Deutschland wäre kein Land für mich, weil ich einfach gutes Internet brauche. Darum, Deutschland ist da noch Drittweltland mit dem Internet. Nicht warum drauf, ihr wisst. Internet ist für uns alle Neuland. Verwirrend. Tja, naja, es gibt ja jetzt, also Vodafone baut ja schon relativ gut aus. So, Vodafone ist ja aktuell der Anbieter in Deutschland mit dem höchsten Bandbreiten. Ja, also. Das Traurige ist, in Deutschland gibt es noch Ortschaften, die haben keine andere Möglichkeit, als mit so einem Hotspot zu laufen. Ich habe schon Ortschaften, Adressen gesehen, wo der Kunde sagt, er kommt rein, pass mal auf, der Kunde kommt rein, sagt zu mir, ja, ich will Internetfestnetz. Ich freue mich schon so, ich sehe schon die Provision vor meinen Augen, Digga, öffne seine Adresse und da steht 2000. Einfach nur 2K. Digga, was ist 2K? Das sind noch weniger als 16 DSL, Digga. Einfach nur 2. Ja, was macht er da? Ganz einfach. Dann bietest du den Kunden trotzdem 16er DSL an, auch wenn nur 2K ankommen von den 16. Aber dann bietest du einfach dazu einer Giga-Kombi noch einen Red M an, der wird nämlich dann zum Unlimited-Vertrag und dann kannst du den voll quatschen mit, ja, du hast jetzt einen Unlimited-Handy-Vertrag, kannst du deinen Hotspot einrichten und kannst dann machen, was du willst. Das ist voll ekelhaft. Ja, du, ich habe auch schon eine Oma, die zu Hause Festnetz und Internet hatte und mir erzählt hat, die hat mir einfach random erzählt, dass sie nachher noch einen Garten will, Digga. Da habe ich das als Gelegenheit gesehen, ihren Gigacube Flex zu verkaufen, damit die im Garten Internet hat. So, das ist ein Router, den kannst du überall mit hinnehmen und der hat überall Internet. Läuft über das Mobilfunknetz. Habe ich ihr verkauft, Junge. Kostet zwar 80 Euro, aber ist egal. Die Oma hat das genommen. Schätzt, du hast dir da was verkauft, was sie gar nicht braucht. Doch, die braucht das, sonst hätte sie das ja nicht genommen. Ich verstehe gar nicht, was du ihr verkauft hast.
Ist ja egal, sie hat unterschrieben, kannst du sagen. Meine Oma hat ein iPad, ne? Und sie puzzelt da drauf. Und letztens meinte sie so zu mir, ja, wenn ich jetzt hier rausgehe, geht das Internet denn mit mir mit? Weil ich hätte ja auch mein Handy-Internet, meinte ich, nee, das geht mit mir nicht. Das geht los. Ja, und dann versucht meine Oma zu erklären, was einmal zu Hause, also was Festnetz ist und was Musik ist. Ich glaube, wenn du das mal Oma erklärst, Junge, dann kommst du ewig nicht auf die Ich hab hier das eh nicht. Was? Also ich arbeite bei einer Versicherung, ich kenne das. Ja. Oder wenn die Rentner anrufen und du denen sagst, ja, sie können jetzt Kabel haben und die Oma sagt, ich will DSL. Dann erklärst du der Oma, Kabel ist aber besser und viel geiler. Und dann fragt die, wo kommt das her? Na, dann musst du dir erstmal erklären, was eine Telefondose und was eine TV-Dose ist. Ja, und dann sucht die dann ihre Wohnung und dann guckt die in einer Leitung sind. Die kommt vom Kabel. Da kenn ich das doch nicht, oder? Ich warte auf dich, was muss ich drücken? Spielen? Ich glaub's ja. Ich bin hier gerade dabei, mein Armband zu flechten, aber ich bin nicht. Kim, du hast echt gar nichts zu tun, oder? Außer Armband flechten. Oh, Nick! Ja. Rutsch mir den Buckel runter. Nee, das ist nicht so. Es ist Marcells Schuld mit diesen Armbändern. Marcel, sag's ihm. Ich hab gesagt, sie soll den Etsy-Shop hier aufmachen. Hast du bis jetzt noch nicht gemacht. Oh. Ja. Jetzt geht ihre Zeit lieber in andere Dinge. Weißt du, wie viel Arbeit das ist, mein Etsy-Shop wieder aufzumachen? Ja. Nee. Es ist echt viel Arbeit, das wieder aufzumachen. Ja, wir machen einfach wieder zu. Ich habe ja gar nicht. Nick. Ja. Ja. Okay. Wir überleben das gar nicht, wenn wir heiraten. Das schaffen wir nicht. Sicher? Meinst du nicht, nimmt man ein halbes Jahr? Ach. Aber wer muss die dann zuerst kaufen, oder? Muss ich die Uhr dann aufziehen? Ganz komisch, ja. Weiß nicht, also, das ist nicht so. Kann ich auch wegschleichen. Ja, aber guck, dann haben wir das Problem, weil dann wird Gecko sauer sein, weil er hat sich ja eigentlich als erstes an mich rangemacht. Alles gut, solange der jetzt die Worte noch mal wartet. Digga, das ist Gecko. Das ist ein richtiger Name für Micha. Ach man, wie der mich schon gefühlt hat, ich mach. Komm, irgendwo vermisst du das doch. Ich sag dir jetzt eben. Na. Nick, dann blockiere ich euch beide. Ey, mach mal jetzt nicht so. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Soll ich dich dann per Brief kontaktieren oder was? Also irgendwann ist die Liebe auch vorbei. Ey, jetzt hör mal auf, die ist gerade wieder so entflammt. Die kann jetzt nicht gleich wieder löschen. Antworte! Was? Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich hab gesagt, die ist gerade wieder entflammt, die kann doch nicht gleich wieder erlöschen. Ja. War die überhaupt jemals erlöscht? Nee. Erloschen, Entschuldigung. War die überhaupt schon einmal erloschen? Ja. Eigentlich nicht. Nein, Mensch, einige Freunde sind auch schlimm, dass sie auf diesen Kommentar gleich zweimal umdreht. Also wirklich. Ich meinte. Eigentlich nicht? Nein, sie war nicht erloschen. Sie war von Anfang an da und ist auch nie weg gewesen. 10% Verlust hat man immer. Verluste gab's immer, ja. Jetzt versucht er sich rauszureden. Ich hab mich noch nicht mal angeredet. Ach man. Habt ihr schon einen Weihnachtsbaum oder was? Es ist. Bloß noch fällen. Es ist August, Mann. Ja, vielleicht. Oh, ich stell meinen jetzt schon auf. Tja. Ja, den Big Booty, Alter. Das ist der Grund, wieso du das Spiel kaufen wollt. Warum wir alle dieses Geld hier reinstecken. Ich hab ihn. Das hat Kevin einfach das Licht ausgemacht. Ja, dann mach Kevin aus. Ich mach dich gleich aus. Oder an. Ja, das ist schon besser. Ja, also, oh, ist ja langweilig. An,
Klinke ganz fest. Sogar die anderen beiden, die, ja, ihr tut mir richtig leid. Wirklich, so eine zwei Nervensägen hier. Und ihr. Einfach. Könnt ihr mal aufhören, alle so still zu sein? Verdammt nochmal, redet doch endlich. Konzentration. Digga, konzentriert, ihr sterbt eh, ihr schafft das eh nicht. Ich guck jetzt ins Team rein, wenn einer von euch stirbt, Junge, das ist Schande. Ich guck da jetzt rein. Lass dann nur wegen dir. Klar, weil ich nicht nach. Was bist du böse, Sugar? Kommt der rein, knallt die Tür zu. Mach ihn kaputt. Ja, wenn du mich dann wieder reparierst, ist das okay. Ach nee. Nein. Ich fang mich selbst an. Au. Ja, du merkst, deine Mädchen haben nur Mitleid mit dir, ja. Du hast du als Angriff im Trophäe sein, in deiner Rede. Es gibt einfach niemanden mehr. Muss ich gerade natürlich. Ich bin das gewohnt von Marcel, dass du das nein! Was? Ich brauchte Hilfe! Was soll ich denn machen? Ich kann nix! Also ich kann nichts machen! Nein! Oh mein Gott! Ich hasse das schon! Geil, ich kann nichts, Digga. Der war wie gut. Digga, ist das bei euch eigentlich auch so warm? Jetzt geht's ja. Los. Wirklich. Tu nicht mal weiter, nicht schwitzt. Das seht gar nicht. Wo kommt eigentlich der Marcel her? Wo kommt der Marcel? Hamburg. 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 In Hamburg. Ich war bei Marcel. Eigentlich ja Fehler oder? Nein, Kevin war ja noch. Ah, naja, na, ich hab eine Affäre mit Kevin. Was? Ah, okay, das ist es. Na gut. Ich mag halt seine Kniekehlen. Ja, die sind schon entzückend, aber. Die sind echt schön, ja. Ja, und Beppo, der auch hier ist, aber nicht redet, der. Was? Wir haben uns noch nie gesehen, Beppo, ne? Nee. Es war immer dunkel. Ja, anders erträgst du es ja auch nicht. Beppo, andere Frage. Ich hab dich das vorhin gefragt, du warst nicht da. Wo? Soll ich Dylan fragen, um nächste Woche essen zu gehen? Natürlich. Ja? Ich frag Dylan morgen. Ich mag den kleinen Scheiß Portugiesen. Ja, Erik, ich weiß, wir haben uns auch noch nicht gesehen. Jeder will mich sehen. Ne? Ich will dich nicht sehen. Okay, dann geh ich zu Alten. Mach mal. Digga, mit deiner Stirn wie im Flughafen. Erik, Nick kennt Alfonsius. Mhm. Ich kenn ihn schon, da war schon ein kleiner Buch. Weil Erik und Alfonsius und ich haben eine Zeit lang jeden Tag miteinander Fortnite gezockt. Boah, mein Beileid. War Nils denn auch dabei oder nicht? Nee. Aha. Ja, der hasst eigentlich 90% der Menschen auf der Welt. Es liegt bei dem Bobby so in der Natur. Er ist scheiße. Ich mag ihn nicht. Ja, du magst halt auch so wenig Menschen. Das ist halt auch bei dem in der Natur. Ey, verpiss dich doch mal, du Stück Scheiße! Er hat mich nicht gemocht wegen Alfons. Ja, ich weiß. Weil Alfons übelst heftig abgefahren ist und da hat Nils bloß gesagt, ja, Alfons lass ich Gruppe an. Ja, also. Dafür kann ich aber nichts, wenn Alfons sich auf mich stürzt. Ja, Digga, ich weiß auch nicht. Naja. Ach, Alfons. Vielleicht lädt er dich ja mal zum Essen ein, wenn er hier.
Kann er mir was schicken? Ja, komm, ja, komm. Boah, Marcel, zu dritt. Digga, ich hoffe, ich stirb dann AIDS, ihr hässlichen Katzen. Das sag ich, das Wort sag ich jetzt nicht. Geil. Wir haben einen Tumor. Digga, die hässlichen Pissflitschen, Alter, echt. Die ekelhaften Inzestmenschen. Ey, ich bin das Produkt des Inzests. Ach. Warum nerv ich auch so? Schwör, kommt der jetzt raus? Hallo. Gott. Was? Na, ja, das auch, ne? Ist er jetzt draußen oder nicht? Nein. Draußen, ja. Er kennt mich gleich wieder da. Okay, das heißt, ich liebe dich. Was macht der da, Marcel? Genau, der triggert die Killer. Oh, scheiß Gegner. Der kam mich zu dritt einfach auf mich zu, Alter. Ich geh kaputt, ey. Ich glaube, ich mache noch eine Runde und dann bin ich einfach. Dugli. Gestern war einfach zu lange. Ja, ich chill dann auch noch mal eine Runde auf dem Sofa. Das sind auch rein und nicht mehr lang. Ich würde eiskalt noch eine Nacht durchziehen, Beppo, aber ich muss halt in 7 aufstehen. Arbeiten ist überbewertet. Ich war eigentlich richtig cool. Ich glaube, meine halbe Arbeit war nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute besser schlafe. Ich schlafe eh nie gut und da ich momentan ein bisschen Gezicke habe in meinem Umfeld, weiß ich nicht, ob ich so gut schlafe. War ein bisschen was spielen. Oh oh. Yo, Marcel. Mhm. Weißt du eigentlich, wo Kim hin ist? Hey, warte mal, die ruft mich an. Warum ruft die mich jetzt an? Oder? Nein, 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 nein! Impossible. Ich liebe dich, Kim. Hast du ja schon mal gesagt? Ja, aber der ist impossible. Den machst du immer. Muss ja auch, ja? Macht ja sonst keiner. Ja.
Kim, Junge, was ist los mit dir? Hält dein Bruder eigentlich Kim Jong um? Echt? Hallo? Kim? Was? Was? Hä? Was? Hallo? Ich bin... Du bist was? Ich bin was? Du bist nass. Okay, jetzt geht's los. Was? Was ist nass? Kim Jong-Boom, oh, ihr seid so dumm. Ach ja. Das Kevin jetzt, dass du heiraten hast. Ich hab den vorhin gesagt. Na, dann ist ja gut. Dass er sich wundert, weißt du? Dass er sich wundert, dass wir heiraten? Ja, ja, deswegen muss man ihn mal fragen. Na, ich hab's ihm ja gesagt, aber ob er es akzeptiert, ne? Ja, wenn er es nicht akzeptiert, dann Komm schon. Was denn? Ja, denn wir haben doch hier so einen krassen. Wir haben doch hier bestimmt im Chat hier so jemanden, der uns da hilft. Ja. Was ist hier mit dem komischen. Hier der Z3 Osprey oder wie der macht das? Erik. Das. Ja, moin! Erik läuft sich selber aus. Ist das Erik? Boah, mach doch die Tür zu, du Stück Scheiße, Mann! Ah ja. Ich komme nicht raus. Ja, auf jeden Fall, Kim, muss das jetzt irgendwie verstehen. Bist du in der Kasse heiraten? Er schreibt, was brauchst du, Gute? Was ich brauche? Ich brauch Kim. Was macht man da? Können wir da was hinten? Die oder so? Willst du eine Ablöse? Ja, wie kommt man hier weg? Mit Laufen. Ich komm mal in den Keller raus. Verdammt. Ich mag dich auch nicht. Oh, ein paar Pinsel ist doch ein Stück Scheiße, Mann. Also Niki, du musst dich entscheiden. Willst du mich heiraten? Willst du mich nicht heiraten? Ja, willst du mich heiraten? Ja, was ich merke, das liegt so. Ja, ja. Also nee, ich nicht heiraten. Kein Problem. Kein Ding für ein Ding, für ein Ding zu bringen. Wird Kevin ausreden? Wow. Was sind die nicht kaufen? Und Marcel ist dann für die Unterhaltung zuständig. Sind die Fische? Ich finde den Weg. Ich laufe hier immer. Wenn ich immer drinnen bin, finde ich den Weg nicht mehr raus. Ach ja. Marcel, dein Einsatz, rast du mal bitte aus. Das kann ich nicht rauslassen, aber ich kein Grund. Kim, bau mal Scheiße. Lass mal die Tür um. Bin ich gegen den Lieber. Aber wenn ich lieber wäre, ich doch lieber ich. Ich hab den gerade einen Killer direkt bei mir. Also. Zum Glück ist das vorbei. Ich fang gleich an zu reden. Du brauchst ein Taschentuch. Ja. Okay. Bestell dir eine Palette Taschentücher bei Amazon. Willst du Amazon Prime, das gleich morgen da ist? Oder lässt ihr auch nochmal eure Zeit? Ich weiß gerade den Weg nicht, Kim. Ich bin im Keller immer noch. Du glaubst doch nicht, dass Kim den Weg weiß. Also, wäre ja schon ein Wunder. Also, Erik will Blumenjunge sein. Blumenjunge? Das ist auch nicht schlecht. Können wir auch machen. Jetzt bist du raus, sehr gut. Was ist mit Umweg 2? Ich bin immer noch nicht raus. Ah, da! Mist, was sind das für Fische? Immer dieses Geschrei von mir.
Tür! Nein! Nein, Kimberly, nein! Nein, Kimberly, nein! Ich sterbe. Ja, ich sterbe. Boah, eigentlich könnte ich ja sogar attackieren, Mann. Lebst du noch? Du musst. Drück mal die linke Pfeiltaste. Tja, Kim, darf ich dir mal was sagen? Du hast schwach angefangen, aber stark nachgelassen. Ich bin wieder im Keller. Warum läufst du denn jetzt, Bruder? Was denn der Scheiß? Ich fall jetzt eh gleich um. Weil du mich so geil findest, oder warum bist du? Ich bin am Sterben. Nicht. Soll ich dich retten? Ja, wie immer. Ja, du bist leider noch ein bisschen warm. Der Farbe, dann rette ich dich natürlich immer. Da bin ich ja dann wieder zuständig, das wäre mein Job. Das war noch immer dein Job. Ich weiß. Okay, gehen wir's an. Neu mit DBD, ich sitze am ersten Generator, Kim hängt uns beinahe. Ja, ja, wird's halt tun. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich bin Marcel, ich bin wieder im Keller, tut mir leid. Mhm. Wieso warst du im Keller? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich musste flüchten. Das ist auch brutal verwirrend, also. Aber du bist der Einzige, der draußen ist, oder? Ja, ich versuche, halt da rauszukommen. Nee, weil die anderen, glaube ich, sind alle noch hier unten. Ja, einer rennt, glaube ich, auch noch draußen rum. Der macht halt so scheißegal, Hauptsache er ist in Sicherheit. Weil die Sache war ja, ich war draußen. Oh, jetzt ist schon wieder einer bei mir und ich komme hier wieder nicht weg. Boah, jetzt sind wieder zwei bei mir. Ach komm, ey. Die sind alle oben. Ja. Deswegen haben wir im Keller Ruhe. Leatherface auch noch bei mir. Tür ist offen. Mir ist scheißegal, ich geh jetzt hoch hier. Digga, du hast einfach keine Scheiße. Ich hab kein Heal-Stuff. Digga, das sind so nur Opferkinder schon wieder, Alter. Ich bin draußen. Ich bin irgendwie im Keller. Brauch Kistop. Ich komm hier nicht weg, tut mir leid. Ja, jetzt bin ich tot. Aber ich war aus dem Haus raus. Der ist aber auch übelst schnell. Dann verlieren wir jetzt auch. Schon? Dann entkommt. Aber so lange überlegt. Überlebst. Ah ja. Gut. Willkommen. Ich
schon bereit für die nächste Runde. Habe ich hier bekommen? Tasche ist voll. Das Spiel ist hässlich. Ich mag das Spiel nicht. Das Spiel ist hässlich. Ja, das ist scheiße schwer, das Spiel. Es ist nicht, nicht so. Das ist die Kamera hier von meinen Armbändern. Ja, Leute, lacht nicht über mich. Nein, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. Ja, normalerweise war es diese Kamera, die jetzt hier umgestellt ist. Ah, dann sieht eben das jetzt hier komplett. Wow. So. Okay, dann sag ich gute Nacht, guten Morgen. Tschüss. Tschüss mit Ö. Tschüss. Warum ist Pommerspanz überhaupt bei mir? Nee, der hat sich selber gemündet. Ja. Okay, bis morgen. Tschüss. Tschö. Ja. Das ist ein Depp und ich wieder alleine. Wie immer. Die Leute lassen uns immer alleine. Die letzten am Dresen. Die jungen Leute von heute haben kein Durchschaltevermögen. Ja, wenn ich noch Nöten durchmache, der das auch nicht mehr das Spiel nicht richtig am meinem Alter. Auf jeden Fall, ich mach den Stream aus, Leute. Danke, dass ihr da wart. Ich küsse euer Herz, euer Augen, alles, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Ich warte jetzt auf. Ja, ich schreib dir morgen, Erik, okay? Also bis dann. Ich will nur noch Banner. Bei Schweiz von Schon Batki kann ich den Sohn nicht schlafen, weißt du? Hab ich noch 6 Banner gemacht, du? Ich hab bloß fertig gemacht, Rebe. Ja. Ohne Fehler. Ja. Stark. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn das hier so still? Weil Marcel weg ist. Der Kackenjanger ist. Er ist schlafen. Sehr hässlich. Sieht Menschen, die schlafen? Mhm.
Ja, ich auch bald. Ich bin auch hässlich. Ey, Kim, hast du gestern gesehen, was in der Zeitung stand? Was denn? Weiß ich auch nicht. Du bist so dumm! Ich weiß. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Eieieiei. Digga, als ob ich Zeitung lese. Wahrscheinlich lese ich Zeitung, oder? Bin noch kein Rentner. Weiß ich ja nicht. Vielleicht willst du dich bilden. Bin gebildet. Eingebildet. Richtig, Einbildung ist auch eine Bildung, aber keine Weiterbildung. Ja, und so? Sonst alles gut bei dir, oder was? Bei mir alles gut und bei dir? Ja, ja, auch, ja, na klar. Das ist ja, ich liebe dich. Hallo? Hast du das, Beppo, wie er das so schön einfließen lässt? Ja. Ich hab gesagt, ich liebe dich. Schön. Schön. Alter. Ja. Jawohl. Hey, Beppo, eiskalt, schön. Das fühlt sich dann so an, als würde man einen Ball auf jemanden werfen und der prallt einfach nur so ab, ohne Reaktion. Digga, dein Akzent, Alter, irgendwie ist ja lustig. Schön. Einen Ball auf jemanden werfen. Das kann so perfekt sein, muss ich sagen. Verliebt! Scheiße auf dich, Kim. Beppo, ich liebe dich. Danke vielmals. Ey, wirklich. Also, Digga, Big Mac, wann ist Big? Nee, Big Mac ist ja selbst gebacken. Tja, so ist das. Manchmal im Leben ist das so. Schön. Oh, Beppo, du schießt einfach nur den Vogel ab. Schön. Ja. Danke. Ja. Ey, Kim? Ja, bitte. Halt dein Maul. Nein. Okay. Also, ich bin nicht Jasmin. Rede nicht so mit mir. Wer? Jasmin. Nee, wer gefragt hat, meine ich. Oh, Chantal hat gefragt. Nee, Digga. Die bestimmt nicht. Die ist doch jetzt mit ihrem besten Freund zusammen. Die ist glücklich. Nicht schlimm, ist nicht schlimm. Der stoppt mir mal Zigaretten, Digga, der schenkt mir mal sein Bier. Weil der hat Schiss. Das ist ein Weichei. Okay. Ja. Oh, Scheiße. Hä? Ich mag ihn nicht, und das weiß er. Da war sie aber schnell unterwegs, ne? Also ja. Digga, nach der Trennung, ich war mit ihr 3 Jahre zusammen, nach der Trennung hieß es dann auf einmal, angeblich hat sie schon davon seit 4 Jahren nicht Telefon gehabt, Digga, und ich denke mir so, alles klar. Wow. So, naja, was soll ich dazu sagen? Es gibt halt auch, ich will das Wort hier nicht aussprechen in den Stream, aber. Oder ist der Stream. Läuft der Stream noch? Meiner ist aus, aber Beppo ist. Okay, alles. Ja, das ist mir egal. Also. nee, Spaß, alles gut. Also, es gibt auf jeden Fall Frauen, die mit F anfangen und mit EN da hinten aufhören. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ach, du meinst F und dann Otze? Genau. Ja. DJ. Es gibt auch S und das ist dann eine. Eine Duschlampe. Ja, genau. Ja. Ach, Digga. Eine Lampe. Habt ihr schon eine Duschlampe? Nein, aber du. Doch, ich verkaufe sehr viele in meinem Baumarkt. Beppo arbeitet im Baumarkt. Echt, ja? Ist er so richtiger Baumarktverkäufer hier? Nee, ich bin kein Verkäufer, ich bin Baukoordinator. Ist mir schon so anstrengend. Macht doch gar keinen Spaß, wenn du Kunden nicht nerven kannst und die voll quatscht. Ich mach den Job viel zu lange, dafür will ich nichts mehr mit Kunden wirklich zu haben. Nein, ich fühl's. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, ob du schon 40 bist, oder? Genau. Noch nicht. Mitte 30 oder was? Nee, Anfang 30. Also 32. Ja. Perfekt.
Ja gut, das ist gar nicht, wie alt du bist. Wirst du dies Jahr noch 33 oder nicht mehr? Nee, nicht mehr. Alles klar, dann trennen uns genau 10 Jahre voneinander. Was? Ich könnte dein Vater sein. Ich war 22, Mann. Ich bin auch voll jung und knackig, aber trotzdem liebt mich die Kim, weißt du? Wahrscheinlich, weil ich so jung bin. Sie steht auf kleine Jungs. Das war ein bisschen viel. Nein, aber die weiß, dass die noch Power haben, weißt du? In gewissen Dingen. Du weißt schon, dass sie langsam an den Schulen vorbeifährt. Ja, weil ich die Kinder überfahren. Es ist kein Platz mehr. Aber das mache ich jetzt auch, Digga. Ich werd mir auch mal ein GTI holen, Digga, dann werde ich am Kindergarten stehen. Ganz normal. Überfahr die Kinder, mhm. Ja, genau das werde ich tun. Nein, also ich gehe auf jeden Fall heute noch raus. Kinder mit Steinen bewerfen, sonst habe ich auch nichts zu tun heute. Schlafen die jetzt nicht schon? Ja, und dann breche ich ein und bewerfe die in ihr Bett mit Steinen. Ist mir auch egal. Ich habe mir jetzt meinen Eimer Kieselstein hier nicht umsonst geholt. Naja, gehst du einfach am See, die Schwane, die bewegen sich jetzt momentan nicht, jetzt triffst du sie besser. Stimmt ja. Aber ich kann die Familie von meinem Schwager nicht angreifen. Ich würde einfach mal Gecko an. Gecko? Gecko hat SE Schwämme. Sally? Der kriegt sich nicht bewegt. Warte mal. Der gute Gecko. Soll ich mein Armband morgen mitnehmen? Voll mal matt. Du kannst dich mein Teil hier fühlen. Ja, aber wenn das Programm morgen wieder. Ja? Am Freitag war unser Programm lahmgelegt auf der Arbeit für eine Stunde und wir hatten überhaupt nichts zu tun. Tja, Pech. Ja. Andere Leute freuen sich darüber und du heulst rum. Ja, weil ich eine Studentin habe und die nervt mich dann. Kim, sollen wir mal Mitte schießen? Häng dir doch einfach irgendwie einen Stein am Fuß und schmeiß ihn in den See oder so. Ich bin froh, dass du nicht bist. Nein, das meinte ich tatsächlich nicht. Das ist, wir distanzieren uns natürlich von jeglicher Gewalt. Ja. Was ich damit sagen wollte, ist, sag ihr einfach mal ganz herzlich, dass sie sich. Ja. Weißt du, was sie mir geantwortet hat letztens? Nein. Ich hatte eine Aber Rechnung. Aber du wolltest es mir sagen. Natürlich. Ich hatte eine Rechnung und sie sollte die Mehrwertsteuer abziehen. Ja. Und dann hat sie mich angesehen und meinte so. Ach man, ich dachte nach der Schule, nach dem Abitur muss ich nicht mehr rechnen. Digga. So viel geht ihr einkaufen. Der Frage du musst jetzt keine Winkel rechnen oder so ein Scheiß, aber du musst die normalen Sachen. Ja, aber das sind diese Kunden, weißt du, die kommen dann zur Bank und sagen, ja, meine Karte geht nicht mehr, ich kann nichts mehr kaufen. Wollen die mit Karte oder Bar zahlen? Am besten gar nicht. Aber die schlimmsten, wenn du in der Kasse stehst und das geht dann nicht, weißt du? Okay, wenn ihr jetzt hier alle von eurem Beruf redet, dann fange ich jetzt auch an. Am schlimmsten ist es, wenn ein neues iPhone rauskommt, die Kunden anrufen, das fetteste iPhone Pro Max haben wollen mit 1000 und Gigabyte und dann wollen sie dafür monatlich 20 Euro bezahlen, damit man nicht vertragt. Und ich denke mir, willst du mich gerade verarschen oder sowas? Und dann sagst du dem Kunden, Digga, teuerste, größte, fetteste Smartphone mit dem unlimited Vertrag, da bist du jetzt bei 100 Euro. Der Kunde denkt, du verarschst den, aber das ist die Wahrheit. Die hat 24. Ach Digga, jedes Mal, wenn ich diesen Check 24 Kunden dran hatte. Ich hab meinen Vodafone-Vertrag über Check 24 bestellt. Dann musst du den Kunden jedes Mal freundlich darauf hinweisen, dass mir das am Arsch vorbeigeht, weil er nicht bei mir persönlich bestellt hat, sondern über diese Drecks Check24 App und er sich jetzt bitte mit denen auseinandersetzen kann, weil das jetzt nicht mehr mein Bier ist. Und dann werde ich den Kunden noch freundlich darauf hinweisen, dass Check24 keinen Kundensupport hat und dass das jetzt kein Problem ist. Kann
still. Finden Sie gerade oder von Verlegern? Wie gefunden das dann? Also jetzt Interesse halber. Ja, das Problem ist, wenn die ihre Scheißverträge über Check24 abschließen für Vodafone, dann ja, ist dafür in dem Moment Check24 zuständig. Weil wir haben dann keine Kundennummer, kein gar nichts, er steht nicht im System drin und dann holt er uns voll und ja. Das heißt, der muss eine Anfrage bei denen machen, bei Check24, und die von Check24 machen dann eine Anfrage bei euch. Richtig. So läuft das. Oh je. Wenn du so dumm bist und über Check24 das machst und die Provision und den ganzen Scheiß bekommen, ja, das dann... Das kommt klar mit denen. Ja, das machen die halt. Das macht der 70-jährige Opa, damit er ja die 5 Euro noch braucht. Und damit er monatlich 5 Flaschen weniger sammeln muss. Wir haben das gleiche Problem, Beppo. Wir haben die Leute, die gehen zu Orange, die lassen ihr Handy da versichern über Orange, aber sie sind eigentlich bei uns versichert. Dann ficken sie das Handy, dann kriegen sie einen Zettel von Orange, wo draufsteht, ja, geht zur Versicherung, dann stehen die bei mir und ich finde die nicht im System, weil die keine Kunden bei uns sind. Ja. Also? Dafür bin ich nicht bei Orange. Das hat mich so genervt immer. Also, ja, haben sie das mit Orange geguckt? Ja, die haben mich hierher geschickt. Dann sagst du zu denen so lieb, dann gehen sie wieder zurück und klären sie das mit ihrem Verkäufer. Ich darf das nicht. Der eine Kunde, der mich ja da verkloppen wollte, da durfte ich ja auch nichts sagen. Ich hätte ihm die Fresse poliert, ist mir scheißegal. Mein Chef meinte nur, pass auf, dass er dich nicht verkauft. Ich hätte ihn erstmal nackt von mir gegeben. Naja, als Frau würde ich mich absichtlich schlagen lassen vom Typ und dann gibt's richtig Anzeige. Manchmal kann Anzeige selbst. Raus. Ach ja. Das war so ein Serbe, so, weißt du, so ein Motherfucker, so. Ja. Du sagst zu mir, ich bin rassistisch? Das war aber so, die Frau gehört in die Küche, weißt du? Er bumst wahrscheinlich einen Esel im Garten, aber ich gehöre in die Küche. Dann hätte ich ihm gesagt, in deinem Land würdest du hier Ziegen melken. Tja, ist schon nice, ja. Wir haben Osten haben für die auch einen Begriff, aber ich möchte den jetzt nicht so im Stream so sagen. Kanaken. Nein. Also wir nennen die ja... Es gibt ein Wort... Kennt ihr das, wenn zwei Menschen miteinander Liebe machen, dann nennt man das in der dreckigen Sprache. Fängt mit F an. Ne? Ja. Und es gibt ein Tier, das nennt sich Kamel. Ja. Ah, ja, okay. Und wenn du das jetzt beides zusammentust, dann weißt du, wie wir sie hier nennen. Kamelficker. Aber das sind noch was nach andere. Das sind die Araber. Ja, Digga, du kennst dich richtig gut aus. Du hast das Rassistischsein richtig studiert. Ja, sie ist Mann. Luxemburgerin, das ist normal. Ja, sie ist im Blut. Aber ja. Die Sachen, das sind die Araber und die Serben und die, das ist keine Ahnung. Ach Digga, die sehen für mich alle gleich aus, also ganz ehrlich. Das sind Ziegenficker. Seitdem Monte da ist, Digga, muss ich jedes Mal, wenn ich einen Asiaten draußen sehe, sagen, warte nicht mal. Das geht nicht mehr ohne. Aber eigentlich mag Asiaten. Der hat echt Probleme durchbekommen, weil er das nicht. Ja, aber ich mag Asiaten. Ja. Die machen leckeres Essen, die sind freundlich. Die machen es. Ich nenne die Asiaten mal Ling-Ling. Kim, du weißt ja, dass ich Asiat bin. Ja. Ich bin beleidigt. Ich nenne dich jetzt Panda. Ich bin kein Panda. Kommst du da? Letztes Mal meinte ich zu Dylan, er erinnert mich an eine Ente. das war ja nicht anders.
Kim? Der Penner. Ja, bitte. Gib Ruhe. Nein. Doch. Nein. Sofort. Wie war das eigentlich gestern, Bippo? Ist Kim nochmal zurückgekommen? Wie bitte? Ist Kim gestern nochmal zurückgekommen? Nee, der kam nicht mehr zurück. Und überhaupt, wir haben gleichzeitig aufgehört. Ich dachte, du hättest noch weiter gemacht, weil du wieder so nach dem Nö, nö, ich bin auch pennen gegangen. Ich hab noch die Uploads für den YouTube-Kanal gemacht, aber da war dann Ende im Gelände. Kim wurde nie wieder gesehen. Ja. Na dann. Der liegt schon unter der Erde. Das war der letzte Tag, als wir ihn noch lebend sahen. Männer. Gut, dass ich eine Frau bin. Identifiziere mich als Frau. Oh nein, oh nein. Oh nein, Beppo, das Thema kommt. Das Gender-Thema. Nein. Also zumindest in Deutschland kann man offiziell als Mann einfach in die Frauenumkleide gehen. Nein, das geht nicht. Doch, man fühlt sich so. Ja, ja. In dem Moment habe ich mich gefühlt als Frau. Ich bin Nick, 21 Jahre alt, aber insgeheim bin ich auch ein Fuchs und in dem bin ich gerade 6 Monate alt. Ja. Halt dein Maul. Dein Fuchs? Das sind einfach Menschen, die wurden gemobbt früher. Ja, die heißen Beppo. Nö. Nee, aber das war mein Name ist Feli und nebenbei bin ich ein Fuchs. Aber ey, er heißt Beppo. Klingt so ähnlich wie Gecko. Gibt's da eine Gemeinsamkeit? Nee. Nein. Heißt du wieder Flicker? Da haben wir ihn. Das war Victor. Mit Gecko komme ich klar. Mit Gecko nicht. Ach, lass doch mal den lieben Gecko in Ruhe. Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich dabei? Der hat mich traumatisiert. Ich hasse Menschen. Dabei. Wie viele Gegner kommen hier? Ist das endlich vorbei? Wir haben eine, die war mal bei mir im Stream und irgendwie hat sie sich so reingewurschtelt bei uns und sie kopiert mich halt. Die kopiert meine Streams, sie kopiert mein Layout, die kopiert mein Benehmen, die ich rede. Also kannst du sagen, hat sich herausgestellt, sie ist in Wirklichkeit ein Mann und deswegen wurde sie gebracht. Okay. Ja, aber sie ist echt. Also, ich bin. Also, hast du das mitbekommen, Beppo? Die hat mich einfach zum Mod von ihrem scheiß Discord gemacht. Ja, ich hab das mitbekommen. Ohne. Aber jetzt mal ehrlich, ja? Wer will denn so sein wie du, Kim? Wer will denn? Naja. Ja. Hast du eine Sendung hier noch? Also, ja. Ich hab gar nichts. Ich liebe meinen Sender. Siehst du? Deswegen sind wir so innerlich irgendwie verbunden miteinander. Weil du auf meinem Sender liefst.
Das ist es. Das ist es. Weil ich hab deinen Sender nicht. Ich gehe gleich die Tür von meinem Nachbarn eintreten und schlage den mit dem Besen. Einfach so. Aber du hast doch deinen Eimer mit Kieselstein, ne? Ja, aber die sind ja, der ist ja nur für Kinder. Ah, okay. Also wenn ihr noch ein Kind habt, dann ist Kraft den Feuer, wenn ihr ein Kind habt, dann ja, dann geht's aber nochmal. Ja. Also wirfst du die dann einzeln auf das Kind oder schüttest du den ganzen Eimer ein? Einzeln? Das soll ja auch lange dauern. Qualvoll und lange. Aber die Frage ist, was mache ich denn mit der Frau? Der wird dir dann safe eine Frau haben, wenn ihr ein Kind hat. Das muss nicht sein. Also Digga, wir sind hier im Osten. Also alleine die Väter gibt es gleich ein. Ja, dann du hast auch ein Kind auf dem Schuh. Ey. Naja, wenn die Frau noch übel spielt, da braucht man einen Boxsack. Ja, dafür habe ich Kim. Dann nimm bitte schon Teil dafür, weil... Ah, die ist echt fett, ja, da habe ich gut, da habe ich, ja, lange die, da. Die hat auch das passende Gesicht. Aha, aus der vier Dingers. Das Ding ist, Chantal ist so fett, ja, ich habe mich von wow, ihr weggedreht. Zu da, ja. Spieler. Ja. So, und den Arschub. Schon Flo, die hat gebucht, weil wir wollen eine Stunde noch warten. Warte mal, guck mal, lade mal hier. Der redet zu durch. Ach, leck mich am Arsch mit der Scheiße. Ich frage mich, wo ihr meine Karte, wo ihr meine Nummer her habt. Na warte, das ist die nächste Nummer, die Polizei kriegen tut. Jetzt kriegt ihr alle eine Anzeige am Arsch, das verspreche ich euch. Du stockschwuler Arschlöcher. Es gibt eine Anzeige, ob du willst oder nicht. Außerdem habe ich einen kleinen Penis. Und meine Brüste sind auch nicht echt. Nein, er hat gesagt, fick dich, mein Tür ist innen, mein Tür ist innen auf. Da ich zu dem schwulen Schlüssel jetzt auch, dass ich die Tür anhalten wollen, weil ich nicht deine Lohn habe. Noch ein Schlüssel in diesem Monat bezahlen. Ey Mutti, wir müssen jetzt raus. Und wenn ich ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Raus mit der Fische! Ich esse ihn auf Fresse, wenn sie das nächste Mal kommt. Mein Jut, das ist ja so nicht total. Ich hab Mauern alles gelernt, ja? Oh, na, nur nicht abgeschlossen, weil ich den abgegangen bin. Die Wand, bitte! Ja. Das wird sich erwärmen, wenn du groß bist. Skinhead. Also kennst du die auswendig, Mann. Das ist ein Wasserpalette. Die saufe ich jetzt noch mit Bier und nicht mit Wasser. Ich hab aber, den letzten... Ja, was? Wohnen die alle da? Außer sie ist ja gestorben, ne? Ja, die wohnen alle da, in Köthen. Das ist ja sehr von Magdeburg, ich weiß. In 20 Minuten vielleicht, halbe Stunde maximal. So. Ich habe in Leipzig 6,5 Flaschen Schnaps getrunken. Ja, das machst du jetzt hier auch. Ich will bloß noch Kontakt zwecks die Kinder. Also zählt Kinder auch. An ihr will ich nicht mehr ran, weil sie war angeblich mit dem Ausländer. Nee, da will ich nicht mehr ran. Nein. Will ich nicht mehr an. Ja, das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Als er die Kinder dann aufzählt. Meine Prinzessin ist mein Ein und Alles. Hallo. Die kennen mich. Hallo. Hallo. Kennen mich einfach. Die Mutter hieß Karin Ritter und die hatte 4 Söhne. Die hießen Norm Ritter, Christopher Ritter, Andy Ritter und René Ritter.
Aber der ist weg, der René. Er ist trotzdem Alkoholiker, wie alle anderen. Und Jasmin ist auch weg. Ja, Jasmin ist die Enkelin. Ja, und die ist auch weg. Die ist weg, ja. Die holt dann nicht mehr. Kind. Ja, das stimmt. Ja, ich bin Jasmin auch. Da haben sie die Türen ja reingeschmissen in meine Wohnung und ich habe gedacht, aus. Aus mit der Bücher. Ich glaube mir jetzt eine Kippe. Du kriegst keine Kippe. Ich habe jetzt auch von mir, kriegst du nichts mehr. Nur eine Kippe. Ja? Mach dir das an? Ich mach dir auf meine Leitung raus, du Dirne. Guckst du dir das an? Was? Wie oft guckst du dir das an, dass du das auswendig kennst? Na, Digga. Ja, ich kenne das halt. Ich wohne hier in Sachsen-Anhalt. Natürlich kenne ich das. Ich kenne das ein in auswendig, Mann. Das ist Kulturfernsehen. Ja, ey, ich finde, die sollten unbedingt in Geschichte auf jeden Fall mal langsam ein Thema aufgreifen, dass die Kinder heutzutage auch mal ein bisschen mehr lernen. Ich meine, wir kennen den Ersten Weltkrieg, wir kennen den Zweiten Weltkrieg. Aber die Kinder lernen einfach nicht den Überfall auf Familie Rabe. Digga. Unbedingt gelernt werden. Tja. Erste Lichter der ihre Bude und jetzt kraucht er da wieder hin. Ich komm direkt wieder, ich geh mal eine rauchen. Mach dich aus der Leitung. Mach dich aus der Leitung raus, du Birne. Wie das Problem ist, ja. Birni. Immer noch hast du eine große Machete hier liegen, ja? Damit spalte ich dich den Schädel, verspreche ich dir. Lüg meine Nummer und geh mir nicht auf den Sack. Na, ich muss immer lachen mit den Fischen. Mit den Fischen im Teich? Nein, die oben im Aquarium. Doram, meine Fische, die müssen noch mit. Ich hab bald 200-300 Euro reinsteckt in das Aquarium. Das würden sie nicht alles wegnehmen. Meine Fische. Ja, diese Familie. Tja. Und ich muss das Nichtstun bezahlen, alte Wasser. Mit dem Vater passiert von denen? Der ist tot. Ey, pass auf, du kannst mich am Arsch lecken mit Norm seine Fische. Lasst euch langsam was anderes einfallen. Meine Telefone werden jetzt abgehört von der Polizei. Jetzt kriegt ihr alle eine Anzeige am Arsch, das verspreche ich euch. Du hast einen richtigen Akzent dazu, das ist das Schlimmste. Ey, pass auf, wenn du mich verarschen willst, ja? Ich rufe keine Bullen, du Wichser. Ich schlag dir in die Fresse, du blöde Fotze. Ey, und jetzt lass mich hier nicht komplett durchdrehen. Weil ich sitze nämlich gerade bei meiner Mutter. Hast du gerade das Tier meiner Katze beleidigt? Andersrum. Hast du gerade das Tier meines Sohnes beleidigt, ja? Noch ein Wort über die Katze meines Jungen, ja? Dann reiß ich dich deinen Kopf ab und reiß... ich bin lost, ich kann nicht mehr. 22:30 Dann reiß ich dir deinen Kopf ab und steck dir deinen Kopf in deinen hässlichen Arsch. Ja, warum nicht? Du kannst mich am Arsch lecken, wenn ich frische Schüssen habe. Ach, die Menschen. Nee, pass auf, du kannst dich mal einen Schuh aufblasen, damit daraus ein Gummistiefel wird. Ja, die Familie tut mir so leid. Ach, Digga, das sind alles Alkoholiker. Eigentlich so aber wie alle, eigentlich so wie alle auf Sachsen-Anhalt. Aber trotzdem, denen hätte geholfen werden können. Ja. Na, das Gute ist, warum das immer bei mir so authentisch ist, weil, wie du schon sagst, ich habe halt genau denselben Akzent, weil ich komme aus der Ecke. Genial sein. Ja. Dann komm her, 1-1er. Und dann machen wir Bordstein kicken. Kicken, was ist denn das? Du verlierst das Hortkind. Ja.
Ey, deine Kanakenmuschel kannst du allein aufbauen, auch nicht mit mir. Spielt gerade FIFA, wenn du mit ihm reden willst. Wer spielt FIFA? Alfons. Digga, der kann sich mal jetzt nicht männliche Fick fühlen. Alfons jetzt. Der soll sich mal Haare wachsen lassen, der soll sich mal blind 39 buchen gegen ablichtbedingten Ausfall. Der gab ja seine Heimatsecken, Alter. Der braucht auf jeden Fall mal ein bisschen Haarshampoo. Ja. Er kann es sich nicht leisten. Tja, von Hartz IV wird doch schwierig, ja. Kannst ja mal Alfons sagen, dass er mich liebt, ja. Dass er dich liebt? Nee, dass du mich liebst. Also, nee, Alfons redet nicht gerne über dich. Ich rede doch nicht gerne über Alfons. Ja, manchmal, wenn ich, ja, Nick, oh, Nick. Dicker, der hat auch welche Komplexe oder so. Mag das nicht. Das beruht sich auf Gegenseitigkeit, wie gesagt. Das Ding ist, Alfons ist gefühlt in jedem Spiel auch kacke. Also wirklich, der ist echt kacke. Also gib mir 2 Monate und ich bin in jedem Spiel besser wie der. Das einzige Spiel, wo der besser ist als ich, Digga, und das auch mal bleiben wird, ist ein Handyspiel, Clash of Clans. Ja, aber das andere gibt's da nicht. Wir haben Fortnite gezockt, aber er wurde immer so nervös und hektisch. Und Digga, selbst ich war besser als Fortnite, und ich habe das Spiel 1 Monat gespielt dann. Fortnite. Genauso wie Rocket League, der hat Rocket League 3 Jahre gespielt, ich habe das 3 Wochen gespielt, hat einen höheren Rang gehabt wie er, Digga, dran ist. Er spielt immer noch jeden Tag Rocket League. Ja, Digga. Jeden Tag spielt er. Und in Smite bin ich ja der größte Spitzer gewesen, in den 7. Da war ich unter den Top 150 der Weltrangliste. Von 80 Millionen Spielern, aber da habe ich halt die Kamerabahn bekommen. Ist das immer? Ich bin ja Meister, Grandmaster, ne? Und ich habe da halt irgendwelche Goldspieler bei mir in Rank gekriegt und das ging dann 5 Runden lang. Ich habe 5 Runden hintereinander verloren, weil ich nur Goldspieler, Affen in meinem Team hatte, die nicht wussten, wie man Controller hält. Ja. Und dann hat der eine übelst noch die große Fresse gehabt, dieser scheiß Goldspieler. Und das ging mir dann nach dem Tag so auf und sagt, ich war so gefrustet, dass ich ihm auf Englisch geschrieben habe, dass ich hoffe, dass er stirbt, Digga. Seine ganze Familie auch, Digga, ja. Da hat er mich gemeldet für euch, Permaban. Ja, aber ich halt schon mal einen Bann gekriegt habe von 2 Tagen. Da haben sie geschrieben, ja, weil ich schon mal einen bekommen habe, war es diesmal permanent. Ach, Digga. 6 Jahre meiner Zeit da reingesteckt. Über 4.500 Spielstunden. Über 2.500 Euro. Alles weg. Kein Bock mehr auf das Spiel gehabt. Menschen. Ah, was soll's. Ich bin ja wieder da. Ja, ich bin mir gar nicht aufgefallen, dass du weg warst. Ist ja, nicht wichtig. Wir haben ja jetzt öfters Call of Duty gespielt, also wenn wir da alles melden würden, wie wir da beleidigt wurden. Ach, Digga, Call of Duty spiele ich auch schon ewig nicht mehr. Die letzten Call of Duty Teile, die ich aktiv gespielt habe, waren BO2, MW2 und MW3 auf der PlayStation. Da weiß ich, wie lange schon her ist. Danach habe ich kein COD mehr gespielt, weil alles dann noch scheiße war. Ich mochte BO3 nicht, ich mochte BO4 nicht, ich mochte ja, anderen Teile dazu nicht. Ja, so scheiße, nee, Quatsch, das letzte, nee, ich hab, ach stimmt, ich hab das bisschen gelogen. Ein COD habe ich danach noch gespielt, das war ein COD. Aber das ging mir auch schon auf den Sack. Um mich ganz klar. Ach, Digga, also da finde ich Epic auf jeden Fall besser, aber ich bin an sich nicht für Battle Royale. Ich habe auch Warzone nicht leiden können, Digga. Digga, ich habe das wirklich gespielt. Ich habe auch ein paar Wins gehabt in Warzone, aber es ging mir so auf den Sack, ich springe aus dem Heli, bin tot, Digga, weil irgendjemand mich mit seinem Pissfallschirm schon tot schießt, Digga. Alter, Dreckspiel. Also ich,
Ich habe meine 6 Jahre Zeit, die ich nur in Smite verschwendet, kann so sagen. 24/7 jeden Tag Smite. Ja, Beppe und ich, wie lange spielen wir jetzt Apex? Eine Woche? Jo. 2 Wochen? Ja. Ich habe das 2019 angefangen, wo das rauskam. Da gab's noch nicht mal zusätzliche Charaktere. Ne, wir haben das jetzt vor einer Woche angefangen und Rocket League haben wir versucht, aber da. Rocket League habe ich das erste Mal gespielt im Sommer 2018, da habe ich das angefangen. Ich finde Rocket League einfach, ich finde es scheiße. Also Rocket League kann schon Spaß machen, aber auch nur, wenn du eine volle Gruppe bist, wenn du Spaß hast, also wenn du halt nicht so auf den Sieg spielst, also gut, ich bin Rank-Spieler in jedem Game, also New Rank. Ich schwitze dann ein bisschen mehr, aber so normal kann man das nicht mehr sehen. Das Problem bei Rocket League ist halt einfach nur, wenn du das zu lange spielst, also so 1-2 Stunden, dann wird es echt anstrengend. Also man hat echt keinen Bock mehr zu spielen. Also Rocket League immer nur so ein Spiel, das ist ruhig, mal so eine Stunde. Und dann ist es ein bisschen Rank spielen und dann feiern. Dann denke ich auch noch. Ich habe das erste Mal das gespielt mit dem Typen, also Exos Rank-Champion. Ja, das ist gut, weil ich Rocket League nicht mehr habe. Das heißt, ein ja, Rocket League ist an sich auf jeden Fall ein anspruchsvolles Spiel, muss ich sagen. Also, Platin Gear schafft das jeder zweite Bündel. Aber alles darüber so, dann wird es auf jeden Fall schon ein bisschen was drin. Also, das Spiel ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Kann ich dir sagen. Ja, aber. Ja, diese ganzen Du hast ja auch nie verstanden, warum ich immer Smite gespielt habe und nicht die Idee mit mir. Mhm. Ich kann dir auch einfach sagen, woran das liegt, weil ich halt immer ein Mensch bin, der besten Games braucht, die einen herausfordern und auch das Rank zu spielen hat. Das Rank, das gibt es nicht. Ja, du hast zwar den Rang, den du da in diesem Monat ballern kannst, aber das ist halt auch nichts Besonderes. Und Freitag der 13. ist ja noch zu Müll gewesen, also ich bin einfach da so angekotzt. Deswegen hatte ich einmal das direkt tot in der Taschenmesser, also ein übelstes Scheißspiel. Die ganzen zweiten Spiele, auf das Tore, auf das Game, alles so eine langweilige Hackspiele. Post konnte noch ein bisschen Spaß machen, aber auch nicht lange. Genauso wie Panzer zu Post, ich hab's auch so gespielt. Ey, ich hab das 3 Tage gespielt und dann war Feierabend. Digga, das sind alles so eine Spiele, die auch zwischendurch mal und dann. Also ein richtiges fesselndes Spiel gab's bei mir eigentlich nur zwei. Nur 2 Spiele, die ich wirklich gefunden habe. Das waren Smite und GTA 5. So, und GTA 5 habe ich dann erst aufgehört nach 8 Jahren. Smite habe ich jetzt nach 6 Jahren auch für, weil ich damals dann wieder mache. Und ich warte nur auf dieses eine Spiel, dass ich wieder fest bin. Also entweder wird es GTA 6 sein, ja, oder es kommt jetzt mal auch irgendwie ein anderes Spiel. Nur ich kann halt einfach nur noch mal machen. Ja, es kommt halt nichts raus, wo du sagen kannst, boah, das überzeugt mich. Und was mir auch übelst auf den Sack geht, ist, ich weiß ja nicht, wie das jetzt bei dem neuen Spiel hier ist, aber ey, das nervt mich so hart, dass die meisten Entwickler einfach nur noch drauf scheißen, Digga, und einfach jedes Mal unfertige Spiele rausbringen, die erst nach mehreren Monaten und Updates gepatcht sind, dass sie überhaupt spielbar sind. Das geht mir so auf den Piss. Aber heutzutage ist das immer so. Ja, das ist auch der Grund, warum ich kein Spiel mehr vorbestelle, weil ich ganz genau weiß, wenn ich ein Spiel vorbestelle, wird es eh nicht fertig sein und ich muss es mindestens ein halbes Jahr darauf warten, bis es durch Updates gepatcht wird, dass es funktioniert ohne Bugs, Digga. Also, Digga, wer sich noch Spiele vorbestellt im Jahr 2023, ist einfach nur lost. Den einzigen Publisher, also Entwickler, wo ich vielleicht noch das Spiel vorbestellen würde, ist Rockstar Games bei GTA 6. Weil ich weiß, die haben Vergangenheit relativ wenig verkackt. Klar, die haben jetzt auch so lange an GTA gearbeitet, also wenn das jetzt für den Arsch ist, ne? Ich meine, gut, die haben die Trilogie jetzt der alten Teile, also GTA San Andreas, Vice City und GTA 3. Da gab es ja die Neuauflage, die haben sie auch verkackt, ja, aber das war mal eine Sache, die sie mal verkackt haben. So, sonst kenne ich keine weitere Sache, die sie verkackt haben. Und bei den anderen, wie EA und Activision und hier und bla, Digga, da kann ich jedes Spiel aufzählen, das ist verkackt. Also, ja, Activision
Activision sind sowieso Hurensöhne. Tut mir leid, Beppo, in deinem Stream. Ich hab aber wie oft habe ich in meinem Stream gesagt, dass Activision Hurensöhne sind? Ja, also ganz ehrlich, wie gesagt, wer sich im Jahr 2023 Spiele vorbestellt, der soll sich einfach löschen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, ich habe mir aber Harry Potter zum Beispiel vorbestellt gehabt im Februar. Ja, ich weiß aber nicht, das war gut. Ich habe nicht über eine Ahnung, von welchem Entwickler es kommt, weil Harry Potter ist absolut eine Sache, wo ich... Da werde ich vielleicht gehatet bei der Aussage, aber ich habe mich weder in meinem Leben für Harry Potter interessiert, noch habe ich mich in meinem Leben für irgendwelche Herr der Ringe-Teile interessiert, noch habe ich mich in meinem Leben jemals für Star Wars interessiert. Das sind alles Dinge, die mir sowas von am Arsch vorbeigehen. Ja, Star Wars ist für mich Müll, Herr der Ringe ist für mich Müll und Harry Potter ist für mich Obermüll. Ja, jetzt könnt ihr mich haten, gar kein Problem. Beppo, ist dein Herz jetzt genauso stehen geblieben wie mein? Ja. Wo wohnt sie in Bayern? In Deutschland, Sachsen-Anhalt, bitte. Digga. Autsch. Ja, es musste auch einfach mal gesagt werden. Ich verstehe. Harry Potter kann ich nachvollziehen. Also die habe ich alle gesehen wegen meiner Mutter, aber ja, es ist jetzt nicht so der Hype. Herr der Ringe ist ja und Star Wars ist nee. Leben. Für mich gibt es nur ein Leben und das besteht in Dragon Ball, Digga. Ich habe noch nie Dragon Ball gesehen. Ich habe Dragon Ball gesehen, alles, ich kenne alles, jede Folge von Dragon Ball. Und ich habe jedes Dragon Ball Spiel, was jemals rauskam für irgendwelchen Kunst, also jetzt, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Gameboy Spiele, also die interessieren mich überhaupt nicht. Aber ich habe jedes Dragon Ball Spiel gespielt, was jemals für eine Konsole rauskam. Das ist einfach mein Leben und ich freue mich schon auf Budokai Tenkaichi 4, wenn das jetzt rauskommt. Bei mir ist das eher Pokémon. Ich kann dir so sagen, wenn Budokai Tenkaichi 4 jetzt für die 5 dann rauskommt, ich werde das Spiel suchten. Das ist das einzige Spiel neben GTA 6, worauf ich mich überhaupt noch freue. Und wehe, es hat nicht die alte Kampftechnik wie in Budokai Tenkaichi 3 und Budokai Tenkaichi 2. Budokai Tenkaichi 1 ist kacke, aber Budokai Tenkaichi 2 und 3 sind super. Und wehe, es ist nicht so wie die Spiele. Xenoverse war auch cool, aber Xenoverse war anders. Aber es war cool. Xenoverse würde ich mich nicht beschweren. Fighter Set war ein sehr geiles Spiel. Kakarot habe ich nicht gefeiert, weil es keinen Online-Modus gab. Also nur diesen Kartenmodus da. Also, ja, Schmutz eher. Früher, was ich auch noch geil fand, waren die Raging Blast-Teile. Die haben mir auch noch gefallen. Die ganz normalen, ganz alten Budokai-Teile haben mir gefallen. Ach, ja, es gab Ich musste gerade voll auf meinen Bildschirm hauen. Wie? Alter, du warst so ein fetter Käfer. Naja. Aber gut, Leute, ich weiß ja nicht, wie spät ist denn das eigentlich? Nicht zu spät. Sag mir mal bitte eine Uhrzeit, ich sehe es gerade nicht. 10:50. 10:50, alles klar, ich muss jetzt pennen, Leute, weil ich muss morgen früh wieder arbeiten. Ja, ich gehe auch ins Bett. Alles klar. Kim, ich liebe dich. Ich dich auch. Das ist schön, mein Schatz. Und Beppo, ja, war schön, dich kennengelernt zu haben. Beim nächsten Mal fassen wir uns am Polar, okay? Sicher. Alles klar, gut, schlaf gut. Tschüss. Alala. Ja, du nicht eine Zeit lang Olda Achmod gemacht. Letzte Kugel. Mit Olda Achmod Team gespielt hat, schau bis Boyes Feier von der Wau, Matteo Gang spielen am Kongé, weißt du? Guck mal, gerade FIFA. Den Elias, weißt du, den größten deutschen Streamer, du? Ja. Yeah. Er spielt gerade FIFA. Du musst das sehr bekannt kennen. Wie wird er das gemacht? Er hat das schon 2 Jahre gemacht, geil. Ganz einfach. Richtige Promoting. Aber er hat nicht mehr Follower wie den Monte. Aber er hat aber mehr Zuschauer. Er hat im Moment 40.000 Zuschauer. Das ist eigentlich einfach erklärt. Hin aus. Und das ist ja auch die Sache, was der Marcel nicht versteht.
Falls du mehr unbass, falls du mehr gesiegt hast, wird auch mehr Leute da werden nur gucken. Mir ist gut, aber für Leute gesagt, dass du mehr online bist, dass du mehr langweilig küsst für die Leute. Es hängt auf, wie ihr Contents du müsst. Weißt du, guck den Hugo. Den Hugo ist wirklich all der nonstop ja. Um. Der Content ist nur nicht mega. Aber die Leute gucken die Scheiß gerne. Also ich überlege wirklich mal etwas abzubauen mit Reaction-Videos. Aber dann musst du aber bessere holen, die vielleicht gerade grausam. Nee, ich überlege immer so Sachen eben. Boah, was extrem gefährlich ist, sind Transgender-Videos. Ja. Das kann ein spottet Genick brechen. Weißt du, wie der Monte zum Beispiel ob Reaktionsvideo wie. Ich brauche Munition. Wie dann Prison sind da oder so, weißt du? Ne, mit den Elias, also du siehst nicht so wirklich. Weil ich schon lange ein bisschen geguckt, auch den Trimax und das alles. Die haben das innerhalb von 2-3 Jahren abgebaut. Und ich frage mich einfach, wie, weißt du? Das ist einfach wirklich. Das ist viel zu weisen. Du musst dir dazu vorstellen, wie von es an einen Fremdstaat geht. Also, ob den Haupthotspot dich immer weißt, irgendwann kennen die Leute dich sieht. Sie wissen vielleicht nicht, wie es dir ist, was du musst, aber sie kennen dich einfach von deiner Präsenz hier. Ja. Und irgendwann wird ihn auf dich zukommen und dich ausschwätzen. Und dann fängt der Ball und rollen. Dann kehrst du dich hier und da längs agiert, das geht dann um die Nächsten und dann sobald du hier Kontakt hast, und dann hast du auch den Algorithmus mit irgendeinem am Chat oder so, die gehst du dann an seinem For You-Page und das ist dann gebunden auch an dem seinen Accounts, von denen auch selber streamt oder so, ist das den automatisch auch auf deiner For You-Page. Du hast ja bei Twitch, wenn du hier einfach nicht mehr an dem Menü gehst, ja. Dann wirst du links den Follower, also die, wo du selber followst, und du hast innen drin die empfohlenen Kanäle. Und das ist am Punkt den Algorithmus dahinter, weil du einen followst, den dann einen anderen auch followst, oder beziehungsweise mit dem schon ein paar Kontakt warst, die gesehst du dann da drinnen. Und das gesagt auch ein anderer bei dem anderen. Ja. Und das ist der ganze Algorithmus. Und das bedeutet, irgendwann wirst du ob irgendeinem anderen Deutschen auch dann auftauchen, aber das wird mit den Aktivitäten zu tun. Weil ich schon auch Sachen, hallo Leute, wo nicht mehr 2-3 Leute eigentlich gerade nur gucken an der empfohlenen Liste, wo ich dann denke, wie sind die Leute? Aber das wird, wird mit dieser Kupplung zu tun. Ja, du hast ihn zum Beispiel hier als ein CRD an Ning Leute gucken, ihm nur. Weil zum Beispiel ist schon heute Gronk, bist du den heute 19, also bei 20.000, und dann gucken wir uns den Frage, du Pandoria hatte das 694 nehmen. Ja. Und dann könnten eben noch ein paar Fame-Status dabei, wen aus mir bekannt, wen wird bessere Nummer. Ich probiere, weißt du, auch das Phoebe da, weißt du, von 17. Ich probiere wirklich, etwas abzubauen, aber das am Mietenschein enthält viel Zeit, weißt du? Wichtig ist, dass du dich nicht so stark drauf fokussierst. Ich so ein, das ist Marcel. Ja, und das ist die Frustration, die ich hier kriege. Ja, und das mir den. Für mich ist das scheißegal. So ein, ich probiere nicht, aber ich bin nicht darauf fokussiert, ob es wirklich klappt. Ich bin mega zufrieden. Ich bin mittlerweile bei 1 Euro von meinen Annahmen. Und es sind einfach nicht mehr un. Es sind einfach un. Ich meine, wenn ihr meinen Stream guckt, also nicht gerade die Spannendste. Allein, dass ich hier am Chat sind, also schon viel mehr in der Hals haben, weil sie einfach witzig Gespräche dabei entstehen. Ja. Aber das ist gerade der springende Punkt. Du sollst nicht darauf fokussiert sein, Fame zu gehen. Das soll nicht den Plan dahinter sein. Das soll ein gewisser Content dahinter sein. Du sollst nicht probieren, Spieler zu spielen, wo dich nicht interessieren, weil du meinst, das geht für mehr Leute interessieren. Du sollst authentisch bleiben an dem, was du misst.
zockst gerne Retro-Spieler, zock Retro-Spieler. Auch wenn du gesehen hast an den DMs von Twitch, dass die ganz inne leihen. Wenn du das gerne möchtest, dann müsst du das einfach. Das fällt doch mehr ab. Problem ist bei Marcel mir geht ganz oft, dass ihr gut keinen Bock hat, das Spiel zu spielen, was er spielt. Ja, weil er meint, weil es so gehypt wird, dass er mehr gesiegt hat, oder? Ja. Aber das wie bei Film, du merkst einem unfassbaren keinen Bock hat, etwas zu spielen. Ja, hat er beim Dealer gehabt. Und beim Dealer ist es eben auch so, dass der Dealer weiß, dass seine Emotionen immer ganz stark. Ja, zumal es von dem mega genervt ist. Ja. Mit FIFA aus am Mengen an ein Spiel, was extrem Leute unzieht. Immer gehypt gehen. Zumal allein durch die Sport-Community geht es gehypt. Du willst gucken, wie einer gut Spieler spielen, für das zu kopieren, für da Vorbild zu holen oder etwas draus zu lehren. Ja. Also auch richtig so. So geht es noch nicht besser, wenn du guckst, wie ein Profi spielt oder wie du spielst. Natürlich, Profi spielt noch ein Kerl ganz anders. Der kann anders mit den Leuten spielen, wie wenn du mit denen nämlich den Leuten gehst spielen. Oh, mir meinst du wirklich, dass wir jemals auf 37.000 Zuschauer kommen? Es soll nicht dein Ziel gehen. Der Monte hat 10 Jahre gebraucht und Elias hat 2 Jahre gebraucht, wisst ihr? Der Monte kann doch aus einer ganz anderen Ära. Ja. Ihr könnt als enger YouTube-Ära den Monte, denn Elias ist ein rein Twitch-Ära. Und als Twitcher wirst du automatisch auch viel mehr eine bessere Plattform für den Reach direkt größer machen. Ich freue mich einfach, was die Leute wissen. Ich gucke den Elias viel mehr, geil. Aber ich freue mich, scheinst du, was den Elias möchte, was, also wisst ihr hinaus. In Oslo mal nicht so Entertainment als das. Nee, aber es spielt gut. Ja, das ist. Entweder bist du ein Entertainer und du rappst anhand von dem Content, wo du während dem Livestream musst, etwas oder du bist einfach ein Beast an dem Spiel, wo die Schiedrin dich nicht mehr will nur gucken, wenn es dein Talent. Das das eint oder das andert. Weil, es ist mal so, der Krunk. Als kein guter Videospieler. Hin als mega schlecht. Mega real. Hin als mega real und in als mega entertainment. Ja. Leute gehen aus der Stream nicht für zu gucken, wie gut er spielt. Mhm. Und das ist der Unterschied. Und darauf so ihn raus. Also, ich spiele mehr Spiele, wo ich eben gerne spiele. Wenn ihn das interessiert, dann soll ihn das gucken. Wenn ihn nicht interessiert, soll ihn rausgehen. Es geht mal nicht darum, dass ich so gut daran bin oder nicht. Außer wenn ich Call of Duty Mobile spiele, dann spiele ich wirklich kompetitiv. Aber sonst, all die anderen Spieler spielen ich just for fun. Also, wenn ich ehrlich bin, wähle ich mein Twitch-Kanal mal nicht auf Spieler aufbauen. Ich wähle wirklich rein auf just chatting und. Reaction abbauen, das ging mir am meisten Spaß machen. Mir das schwer, weil am Anfang ist es wirklich schwer, wenn du vielleicht nur mit 3 Leute oder so hast. Also schwer, just Chatting zu machen oder Reaction-Videos. Sarah, du sollst einfach nicht abgehen, auch wenn du nur 4 Freunde hast. Irgendwann könnte der Boom ran, wenn du konstant den Sachen machst. Irgendwann kriegst du die Leute, die das wirklich interessieren und die, wo auch das weiter verbreiten. Das ist auch nicht mehr ein rein Propaganda, das Ganze. Wenn du Content machst, wo interessant ist, da brauchst du eine Zeit, bis du die Leute findest, wo die Content auch wirklich will gesehen. Ja. Aber wenn du das mal erreicht hast, dann geht den Reach von allein. Du schüttere meinst, es wäre so easy peasy, den Follower zu sammeln. Aber die ersten Follower sind die, die auch am Treise bleiben und das sind auch die schwersten zu finden. Problem Ding, also ich will eigentlich auch mal nicht so viel Hund, weil das viel Arbeit dran drin, weißt du? Das hat nur ein richtig Arbeit. Also so hinter von Doom 60.000 Follower ist das nicht mehr heuer Streamer von Spuck und dann bist du schon irgendwo gezwungen, dein Programm weiterzumachen. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Das ist die andere Sache.
Weil du musst da am Hannekopf bedenken, was du wirklich willst, du mal da durchdachten. Willst du wirklich, Hanno, vielleicht Halbzeit schaffen und du von einer Talschut für deiner Zeit an so einen Content investieren? Oder willst du das nur noch aus Spaß machen? Ich will es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich will das schon gerne machen. Ich will das wirklich gerne machen als Hauptberuf. Also. Mir das nicht ohne. So mal so, ich zocke für mein Leben gerne von Kantesalter ohne. Mein Papa hat mich auf Konsole gebracht. Ich hätte auch kein Problem, Content von 6-7 Stunden lieber heute zu verbringen, wie an meinem Büro zu sitzen. Ich hätte mal da kein Problem. Gib mir auch Spaß machen, weil ich selber kann meine Lust ausüben. Wenn ich keinen Bock und Europa da setzen, ich habe einen anderen Content für das Spiel, wo ich Europa mehr Bock habe. Ja. Und guck mal, wie Grunker in den letzten Jahren gemacht hat. Die hast du bis zu 6 verschiedene Spieler an einem Mond gezogen, für mit seinen Leuten verschiedenste Content zu machen. Ja. Und du musst dich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alles in Video geguckt, aber immer bestimmten. Zum Beispiel, ich liebe nicht, wenn ein Horrorspieler spielt, weil hin ist so fair, der ist eigentlich an den Spieler. Ja, ich gucke das so gerne bei ihm. Und du musst vielfältig sein. Wenn du vielfältig bist, dann wirst du viel mehr Chancen. Ich meine, das ist wie beim Grunk, seit er in Outlast gespielt hat, 2013. Outlast war so geil, zumal wo in den ersten Deal gespielt hat, wo er da direkt panikiert hat. Zumal es die Reaktion von den einen Gegner aus dem Rollstuhl gesprungen hat, wo er lange getrippelt hat. Ja. Ich finde das so. Ich seitdem und dann noch Witcher 3 und ich bei ihm geguckt. Und ja. Ja, mit Elias zum Beispiel hin so all Tag online. Wie zum Beispiel los, da seit 6 Stunden an Erdefeld spielten online. Also wie ich gesehen, lebt sein Stream nach 26, also bei 27 Stunden. Desto mehr Subs du musst, desto mehr lang müssen online bleiben. Ja, du musst dir vorstellen, dass schon heftig Energy zum Beispiel, der für Musik möchte, hin. Ich habe über 1 Million Follower allein auf YouTube. Und er bringt es aber auf Twitch knapp um die zwischen 3000 und 6000 Leute nehmen. Und Regime. Ja. Und Lo zum Beispiel aus den Ohren, nur 3050 Leute. Und dann, wenn du dann guckst, den Hören Hugo, wo dann einfach nur Scheiß produziert, den wird nonstop 6.000 bis 8.000 Leute. Ja. In Ostdeel war es besser gesehen wie manche Amerikaner, wo twitchen. Wo ich dann denken, what the fuck, also er konnte das mal nicht richtig gut. Ja, das ist viel topisch, ja. Das ist einfach, ich hatte schon damals ein Test gesagt, dass, was mir dumm der Content ist, was mir geguckt wird. Ich hatte das einfach gesucht und ich wollte das auch den Leuten einfach beweisen. Und es gibt bei mir schon einen TikTok-Channel, wo ich nicht mehr Scheiß gemacht habe. Den hieß Drop That Shit. Und das Prinzip von dem Channel war, ich habe einen Obstchen auf den Tisch gesetzt und habe am Anfang einfach nicht mehr umgehört. Das war der Content. Ich hoffe, die Scheiß über 900 Likes gesammelt und über 280.000 Views. Komplett neu. Für einfach zu beweisen, was der Content mehr hohl aus, was der mehr gerne gesiegelt. Ja. Schlimm am Fall. Schittrin, wo ich das Prinzip erklärt habe, das ist nicht kein Witz, wenn du auf meinen Channel gehst, ich habe schon lange nicht mehr gemerkt, aber am Anfang war es nicht mehr für die Leute zu beweisen, dass mein These auch wirklich stimmt. Und, du musst dir vorstellen, ein von meinen geilsten Clips war einfach mein Autoschlüssel, wo ich umgehalten habe, den mit 35.000 Views, mit über 200 Likes. Ja.
du warst auch so, du hast wirklich als zweiten und dritten Tag so Video gepostet. Im Schnitt haben meine Videos alle gute so um die 500 Views gekriegt und zwischen 5 bis 10 Likes. Und andere sind wirklich unter den Algorithmus gefallen und die sind explodiert. Das ist es, wie Likes so scheiße? Ein Tipp, wo einfach ein Besum gehört. Wie weit verdient der Like? Ja, das verstehe ich dann noch nicht. Gut, und ich gerade gefährt, jetzt hat ein Katz bei meinem Bildschirm. Sag uns nur 27 Stunden streamen. Aber du fehlt. Bei Marcel ist wirklich so, er muss von der Schiene aufkommen. Ich meine, er denkt, er könnte mit der einfach aus seiner finanziellen Problematik einfach rausflüchten. Nee, weil er einfach krampfhaft probiert. Ja. Und Leute, die so krampfhaft das so probieren, werden auch nie Succes kriegen. Nicht weil ich es dem nicht gönnen, aber das einfach. Das erzwungen. Sei Content, das auch einfach nicht gut genug für das Vertiefel hin. Scheiße, letzte Kugel. So schau, schrift man für sie. So, wenn es der Bock ist, wir können morgen Mittag essen. Ja, ich hab eh nicht gesucht, ich weiß gar nicht, ob ich schaffe, geh nur. Nee, mich sind die Kinder. Was heißt im Rhythmus? Ja. Oh, mit der so einfach sie genervt, weißt du, weil ich einfach schon ein bisschen rallebohl. Ich weiß, dass ich mehr übertreiben und dann lässt man krank schreiben. Weißt du, es ist nicht mehr um ihn, als bin ich krank. Ja, das ist nicht gut. Ja, nee. Ich bin einfach genug, weißt du, schon Migräne, ich bin einfach. Das ist die Frage. Ganz einfach. Es gibt eine Regel. Und zwar, wannst du. Gibst du Millionär-Login? Gibst du den Job König? Ja. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Regel. Wenn du einen Punkt bist, dass du, wenn du viel Geld hast, deinen Job kündigen gibst, müsst dein Job dich nicht glücklich. Das weiß ich sowieso. Ich meine nicht mehr, weil ich muss, nicht weil ich mich glücklich bin. Voilà. Das weiß ich schon auch. Und du hast dich ganz viele Leute so schwer, sich die Entscheidung zu holen, es gibt Zeit, einen anderen Job zu machen. Weil Leute Gottes möchten die Jahre 40 Jahre und du musst ihn sich vorstellen, willst du der 40 Jahre da dich etwas zwingen zu machen, was da nicht Spaß macht, was dich so, was dich nicht mehr nervt, was dich psychisch auch erschränkt. Für den Moment, ja. Naja, nicht für immer. Weil der Sprung wirklich seinen Job zu können und verschiedener bringt, gar nicht fertig und sind wirklich und ihre ganze Laufbahn unglücklich. Ich habe schon jemand einfach gesagt, wenn du ganz nach der Arbeit bist, dann willst du mal für den Kopf gehen. Was war da? Also ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nicht glücklich an meinem Job. Und dafür will ich auch den Schritt machen mit der Police, für mal eine ganz neue Richtung zu gehen. Ich weiß es eben nicht weit machen, weißt du, wenn es mich eben im Moment noch gut da sind. Nee, es ist bis noch nicht gerufen gehen, weißt du. Ob mein Kopf ist heuer da. Nee, ich habe Beweise, ich war anders nicht. Ich
Mädchen Mike ist dabei, ein Neurolog. Eine Schwabe Menge im Darm, bei dem Mike ist ein Doktor, siehst du das nicht? Das ist mein Paar. Ja. Siehst du? Ich bin nicht gewimmern, bei dem Doktor zu handeln. Für dann du 50 Euro zu bezahlen, für das Ding sieht ja auf ihn, du hast falsches Bier, wenn du deinen Darm nicht gemacht hast. Für das ist dann du ein Krankschreibung holen für ihn, für dich. Ja, das verstehe ich. Weil ich weiß jo, war das schon. No, komm schon. Aber nicht Migräne holen. Hund ist einfach mega fucking Migräne. Und ich komm nicht auf hier. Und ich hunde sie einfach. Und ich rennen dann nicht. Da bleiben sie einfach den ganzen Tag am Bett leuen. Und schlafen. Und wisst ihr, wie dass ich dann bei den Doktor rennen. Ist so schon eine Migräne. Ich kann dann nicht krankheitlich zu erscheinen. Wisst ihr, weil wenn ich die Migräne holen, bleibe ich einen Tag daheim. Und ich komme den anderen Tag nicht schaffen. Ja. Und wenn ich beim Doktor nachkomme. Da ging ich 3 Dich bis eine Woche krank geschrieben. Also haben sie anzunehmen, das einfach zu akzeptieren, dass ich einen Tag ohne Krankenschein gewesen bin. Wie dann 3 Dich mit Krankenschein. Tschüss. So gesehen öfter. Ja, bon. Okay, gehen wir es an. Ja. Ja, aber nur ein Bad, weil voll sich schick schmeckt, voll sich ging. Ich stress dann. Voilà. Maja, dann bis morgen. Jo, dann, schlaf gut. Durch, wir hören uns. Alle, ciao. Ja. Oh, sie kommen. Das ist nicht gut. Nochmal wäre ich bald gestorben.
Verwüste. Ich hoffe, du hast einen guten Grund. Was gibt's? Okay, mehr kriegst du nicht. Ciao. Was kann ich für dich tun? Da draußen gut auf dich auf. Guten Tag. Brauchst du mit Qualität? Interessant. Vorsicht vor der Pest.
Was ist da draußen, Fremdling? Nein, sag's mir nicht. Ich werde es eines Tages selbst sehen. Der Fremdling ist zurückgekehrt. Es gefällt Ihnen nicht, wenn ich dir helfe, aber es ist die Rolle, die ich spielen. Wir werden uns wiedersehen, Fremdling. Du hast Clementine wahrscheinlich noch nicht getroffen. Warte, wirklich? Das... Okay, gut. Na, so lange. Jetzt, wo du sie gefunden? Nun, achte ein... Hey, du bist zurück! Das ist cool, eigentlich. Deine Schuld steht jetzt immer noch bei 2. Vergiss das nicht. Ich würde noch den Dolly Stones durchmachen. Grüß. Es geht los. Das habe ich noch nie gesehen. Mist.
Jetzt geht's los. Ich kann nichts mehr tragen. Großartig. Das wird ja immer besser. Zum Glück ist das vorbei.
Die Rang, den ist gut. Hä? Schon dumm oder was? Na, alle Taschen voll. Alle Taschen voll. Gestürbe bei dem Kampf. Und ich nicht mehr stabil gehalten. Das sieht nicht gut aus.
Das wird ja immer besser. Yeah!
Bus verlegen, bei dieser Oberregen. Ich schaffe noch den Hünschen abgreifen, weil den Hünsch nicht ganz durchsicht. Nicht, dass du irgendwie noch Loot leid, wo ich noch tun. Geht es doch nicht weiter. Okay. Ja, dann habe ich alles gesehen. So, dann gehen wir da bei den Checkpoint. Wenn wir jetzt noch ein bisschen hier vermutet, also probieren wir den Bus. Das ist alles ganz gut. Holen wir sie uns. Ringe und Speer. Schild. Was? Was? Ein Paxultec. Ein schreckliches Wunder. Selbst für jemanden, der bereits viele Wunder gesehen hat. Wenn seine Art Jaesha bewandelt, fremd. Dann wird sich das Rad der Welt bald wieder drehen. Vielleicht wird es mich nun endlich zermahlen. Nach dem Maß meiner Tage überwiegt nun der Schmerz den Frieden. Gottes Mörder.
Eine Reisende hat es einst versucht. Sie kam beim ersten Morgenlicht zu mir, als der Tau noch nicht vom Gras gefallen war. Eine Tischlerin, die Tochter eines Tischlers, der Sohn eines Tischlers war. Die Ranken ergriffen sie sogleich. Ich frage mich, ob sie ihre Säge noch immer festhält. Wie geriet ich nur in diesen erbärmlichen Zustand? Seine Augen stellen die Frage, bevor die Zunge es kann. Die zerfallenen Ruinen, auf denen es steht, waren einst eine Festung. Ein umfassendes Bollwerk, das den größten jemals in Yaesha existierenden Ballungsraum schützt. Unser Glaube an diese festen Mauern war stark. Händler und Marschall, Bauer und Prinz knieten am Altar, der das Innere vom Äußeren trennt. Aber eine Mauer ist eine falsche Gottheit, denn sie ist gebaut, um zu zerbröseln. Das Einzige, was eine Mauer wirklich vermag, ist einen Narren von der Weisheit zu trennen. Die Risse öffneten sich rasch. Sie spalteten die Steine des Bollwerks auf, die eine heiße Naht in eine eitrige Blase. Und der Eiter sickerte in Form von hölzernen Randbeinen herauf. 40 Tage, wir wurden manchmal. Ich es gebitte. Ich will zu Bitte! Deine Waffen sind plötzlich. Zögere nicht! Bekämpfe das Wachstum! Danke dafür.
Komm schon. Ob es mir gut geht, ich wach und pack meine Nimble. Es ist nicht wie dies sollte. Es gibt noch ganz. Was war ich dein? Ich genoss die Meere, wenn ein dies war. Aber will es mir in der Mann sagt und die Tag der Gott, die Warn, ein Herz. Der Isha, der König, Sand, doch das Schicksal vom Ort. Er schlief Friede, Gott, nie ein. Ich würde ihm ja mit am Destiny so acht, sie wo aber die und dennoch. Und was es stand, die doch möge ihr geil, die doch einer wie denn der Isha mit der Zufahren ein. Sie warten, und aber die für sie Jean niemand konnte. Die fast Jean alt, ab dies die Pa. Und so erlangte Ginas Macht. Eine Macht es gibt. Davon habe ich genug. Thank you.
Herzenspost. Wir haben es geschafft. Passt nicht mehr. Auf der Feind hier stehen! Nicht nachlassen! Über uns! Hab keinen Platz. Okay, jetzt geht's los. Not enough.
Tasche ist voll. Den Rücken frei. Mist, wir haben uns gesehen. Stehen. Lade nach. Über dir! So, Domingo Leaflight, für heute geht die Tür, das Feral Bang, Mo aus auch noch ein Dach. Yeah.